Das ist totale Coverliebe. Hallo, liebe Bücherwürmer! Heute habe ich für euch die Carlsen Neuzugänge aus dem vergangenen Monat. Bleibt bis zum Ende dran, denn am Ende gibt es wieder drei Bücher, die ich an euch verlose. Aber was mache ich eigentlich hier? Ich bin ja eine Carlsen-Botschafterin und das bedeutet, dass ich euch einmal im Monat alle Titel vorstellen darf, die beim Carlsen Verlag erschienen sind. Ich werde dafür vom Carlsen Verlag mit einer Aufwandsentschädigung honoriert. Wie immer packe ich euch alle Bücher auch unten nochmal in die Infobox, wenn ihr direkt shoppen gehen wollt. Da kommt ihr zum Carlsen Shop und könnt direkt einkaufen, wenn ihr möchtet. Ihr unterstützt mich damit, denn ich kriege eine kleine Provision, ihr zahlt aber keinen Cent mehr. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal an die Bücher ran. Und zwar starten wir mit den Taschenbüchern. Bei Carlsen erschienen ist Oblivion, Lichtflimmern und Lichtflackern von Jennifer L. Armentrout. Das sind zwei Bücher in einem, wie man vielleicht auch so ein bisschen an der Dicke des Buches sehen kann. Hier geht die Geschichte von Katie und Damon weiter. Ihr erfahrt mehr über die sagenumwobenen Lux und ob die Liebe der beiden ein gutes Ende nehmen kann. Ich will euch nicht spoilern für den Band, falls ihr die vorigen noch nicht gelesen habt. Ich persönlich habe aus der Reihe nur den ersten Band bisher gelesen und fand das eigentlich ganz cool, weil Katie ist auch Buchbloggerin und damit kann ich mich natürlich super identifizieren. Außerdem ist Jennifer L. Armentrout einfach eine mega coole Socke. Weiter geht es mit Verloren in Eis und Schnee, die unglaubliche Geschichte der Geschwister Danilov von Davide Morosinotto. Das Buch spielt in Leningrad 1941. Es geht um die Zwillinge Viktor und Nadja, die vor den Deutschen flüchten müssen und ihre Eltern verlassen. Ja, und die beiden reisen durch Russland und eines Tages passiert es, die zwei verlieren sich. Das Einzige, was sie noch haben, sind ihre Tagebücher, die sie schreiben. Ja, sie haben die Hoffnung, dass der andere noch lebt, dass die Familie noch da ist. Und ihr merkt schon, es ist eine sehr emotionale Geschichte. Vor allem spielt das Ganze vor einer verschneiten Kulisse, nämlich einem wunderschönen, verschneiten Russland. Ebenfalls erschienen ist Pheromon, sie riechen dich, von Rainer Weckwert und Tario. Dieser Titel ist ein Sci-Fi-Thriller und der Auftakt einer Reihe. Ein Jugendlicher bemerkt, dass er seltsame Fähigkeiten hat. Er kann plötzlich die Gefühle der Menschen riechen, braucht keine Brille mehr und er kann schwierige Matheaufgaben im Kopf lösen. Und diese Fähigkeiten führen ihn auf die Spur einer Organisation. Was so spannend ist, das Buch spielt dann auch noch 100 Jahre später, in der diese Organisation eine echt krasse Größe erreicht hat und über die Zukunft entscheiden soll. Aber natürlich geht hier nicht alles mit rechten Dingen zu. Ich bin total gespannt, was diese käferähnlichen Fähigkeiten dann tatsächlich sind, wie die sich äußern und was dahinter steckt, weil das klingt ja schon so ein bisschen dystopisch, oder nicht? Ein Titel, auf den ich mich schon mega freue, ist K-Pop Confidential von Stephen Lee. Und ich habe keine Ahnung von K-Pop und ich höre auch überhaupt kein K-Pop. Aber ich finde den Titel einfach wahnsinnig interessant und der sieht mega schön aus, oder? Das ist totale Coverliebe. Candice singt total toll, aber sie erzählt es niemandem genauso, wie sie niemandem davon erzählt, dass sie K-Pop liebt. Sie macht das alles so für sich aus und dann geht sie zu einem Casting. Und zwar nicht zu irgendeinem Casting, denn ausgerechnet zu einer Agentur, die die größte K-Pop-Schmiede ist. Sie muss dann allerdings lernen, dass diese Ausbildung echt heftig ist und dass sie ganz schön viel von ihr abverlangt. Dann lernt Candice auch noch jemanden kennen. Sie darf aber eigentlich keine Jungs treffen und in ihr beginnen so langsam diese ganzen Zweifel aufzukochen. Inwiefern kann sie weiterhin K-Pop-Star sein, wenn das aber gegen bestimmte Prinzipien von ihr verstößt? Und was ich besonders cool fand, Becky Albertalli hat darüber geschrieben, mir ist immer noch ganz schwindelig von diesem elektrisierenden Hammerdebüt. Ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen. Und wenn Becky Albertalli das schon sagt, der vertraue ich nämlich. Ich hoffe, dass es natürlich auch ein Titel ist für Leute, die mit K-Pop eigentlich nichts anfangen können. Deswegen bin ich umso gespannter darauf. Dann ist endlich der zweite Band von Mitternachtsstunde erschienen, und zwar Emily und der löchrige Zeitzauber von Laura Trinder und Benjamin Reed. In dem ersten Band musste Emily mit ansehen, wie ihre Eltern auf einmal verschwunden sind. Und sie hat geheime Mitternachtspost bekommen. Ja, sie hat sich dann durch London durchgewühlt und gemerkt, dass das London, das sie kennt, gar nicht mehr das ist. Es gibt Hexen, Zauberer und allerlei gestaltverändernde Wesen. Ja, und in diesem Band geht es weiter mit Emilys Geschichte. Ich
will euch jetzt auch gar nicht spoilern, falls ihr den ersten Band noch nicht gelesen habt. Deswegen verrate ich euch jetzt nicht die Prämisse dieses Buches. Ich würde euch auch empfehlen, lest auf keinen Fall den Klappentext, denn der ist sehr spoilery. In diesem Band muss Emily die Magie retten und sie soll Löcher in der Zeit stopfen. Das klingt total absurd und ich bin sehr gespannt darauf. Der erste Band war schon so eine super süße Geschichte, die ich einfach nicht mehr aus der Hand legen konnte. Ich meine, es spielt in London, es geht so ein bisschen um Magie und besondere Wesen. Und allein das ist schon so toll vor der Prämisse Mitternacht. Ach, mein Herz, Leute. Es ist irgendwie der Carlsen-Bukol der Folgebände, denn es geht auch weiter mit Krähenzauber von Margaret Owen. Und was ich ganz besonders cool finde, ach, das hat so eine ganz schöne Struktur, das Cover. Also die Haptik ist mega. In dieser Reihe geht es darum, dass es verschiedene Vogelkasten gibt. Und Stur gehört ausgerechnet zur Krähenkaste. Die kümmern sich um die Toten. Und eines Tages wird sie in den Palast geholt, weil der Prinz gestorben ist. Aber sie muss feststellen, dass da etwas nicht stimmt. Und plötzlich befindet sich Stur in einem rasanten Abenteuer wieder. Auch hier, ich will euch wirklich nicht spoilern, es ist echt schwer, zweite Bände zu erklären, wenn man nicht spoilern möchte. In dem zweiten Band geht es so ein bisschen darum, dass die Krähenkaste ein wenig mehr Sicherheit haben soll und dass das vom Königshof garantiert werden soll. Allerdings werden Stur neue Steine in den Weg gelegt. Es wird wieder sehr magisch und vor allem auch gefühlvoll. Ich habe den ersten Band natürlich auch sofort verschlungen damals und ich mochte total diese verschiedenen Vogelkasten. Das war einfach mal was ganz anderes. Und es hatte direkt so was Hoffnungsloses, was sich aber in was total Hoffnungsvolles verwandelt hat. Also ich finde, es ist für alle etwas, die die Rote Königin schon geliebt haben. Und dann habe ich auch ein bisschen mehr aus dem Comic- und Manga-Bereich für euch. Und zwar Sketch Every Day. Einfach mit dem Zeichnen loslegen, mit Tipps und Tricks von Simone Grünewald. Und damit ist eigentlich auch schon alles erklärt. Also ich kannte Simone Grünewald noch nicht und wurde dann sehr überrascht mit ihren tollen Illustrationen. Sie erklärt hier so ein bisschen ihren eigenen Weg, wie sie angefangen hat, wie ihre kreative Reise war. Und dann lernt man anhand dieser kreativen Reise neue Tipps zum Zeichnen. Beispielsweise, wie man Charakterköpfe gestaltet oder wie man die Farbauswahl trifft. Also viele kleine Gimmicks. Und für mich als Person, die gerne zeichnet, ist das natürlich genau das Richtige. Ich hoffe, dass ich mir hier noch einige Tipps holen kann. Als nächstes habe ich für euch Tunnel von Ruto Modan. Hier geht es um Nili, deren Vater Archäologe war. Sie will das weiterführen, was ihr Vater nicht mehr konnte, da er an Demenz litt. Und sie geht an den Grabungsort zurück. Da muss sie feststellen, dass es nicht so mit rechten Dingen zugeht, denn es gibt einen illegalen Tunnel unter der Mauer zum Westjordanland. Aber das ist nicht das Einzige, was es für sie schwer macht. Da gibt es noch Antiquitätensammler, die sie ausquetschen und die ausgerechnet Geschäfte mit dem IS machen. Dann gibt es noch Schmuggler und sogar ihr 7-jähriger Sohn macht ihr Probleme. Für Nili wird alles sehr kompliziert. Und ihr seht hier drin auch, dass der komplette Band farblich illustriert ist, was ich echt krass finde. Ich denke, es wird sehr politisch, aber es geht wahrscheinlich auch um den eigenen Lebensweg, der so ein bisschen erschwert wird. Und das finde ich eigentlich eine sehr interessante Prämisse. Und den letzten Titel, den ich für euch habe, ist Die Lethargie von Prado. Und oh mein Gott, dieses Cover. In diesem Comic geht es um Engel und Dämonen. Und nicht nur das Cover sieht hammer aus, auch die Innenseiten sind so mega krass. Also ich finde, da kann man sich gar nicht daran satt sehen. Ein Student findet das Tagebuch eines Forschers und der hat herausgefunden, dass Engel und Dämonen wiederkommen. Und dann gibt es diesen Talisman hier und der soll dieser Schlüssel zum Reich der Engel und Dämonen sein. Ja, und in dem Band geht es darum, dass sich die verschiedensten Leute auf die Suche machen. Es ist eine Fabel, die um das Gleichgewicht zwischen Natur und Mensch geht. Oh Mann, ey, ich könnte hier stundenlang
lang drin blättern, weil das so unfassbar schön aussieht. Und Engel und Dämonen, Count Me In. Das war's auch mit den Titeln, die in dem vergangenen Monat bei Carlsen erschienen sind. Wie immer habe ich jetzt noch eine Verlosung für euch und das Ganze funktioniert über das Codewort-Prinzip. Ich werde euch gleich ein Codewort nennen und wenn ihr dieses in die Kommentare postet und mir zusätzlich verratet, warum ihr das Buch gewinnen wollt, dann springt ihr in den Lostopf für den Titel. Alle Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer in der Infobox und ich blende euch hier den Zeitraum des Gewinnspiels ein. Mit dem Codewort K-Pop könnt ihr K-Pop Confidential gewinnen. Mit dem Codewort Sketch könnt ihr Sketch Everyday abstauben. Und zum Schluss verlose ich noch mit dem Codewort Pheromon den Titel Pheromon. Vielen Dank auch an den Carlsen Verlag, der es mir ermöglicht, solche Videos für euch zu machen und so coole Verlosungen anzubieten. Das war's heute auch von mir. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was so euer Highlight in dem Video war und ob vielleicht ein Buch auch direkt auf eurer Wunschliste gelandet ist. Ich freue mich wie immer sehr auf eure Kommentare. Das war's heute von mir. Ich bin Lea von Liberiarium. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter und Instagram unter Liberiarium oder ihr besucht mich gleich in meinem Etsy-Store, auf meiner Patreon-Seite oder auf meinem Blog. Von mir gibt es jeden Mittwoch und jeden Sonntag ein geekiges oder buchiges Video. Oder ihr schaut montags im Weekly Vlog vorbei. Bis dann. Ciao, Bücherwürmer. Die um das Gleichgewicht wischt. Aus dem Comic- und Manga-Bereich. Aus dem Comic- und Manga-Bereich. Ja, und dann lernt Kane. Und dann lernt Kane. Und zwar starten wir mit den Taschenbüchern. Ich will euch ja nicht spoilern für die Aber natürlich geht hier nicht alles mit den richtigen. Wow.